Hallo, lang ist's her. Grüezi und hallo miteinander. Habt ihr mich vermisst? Nun, bei mir ging's drunter und drüber. Doch ich möchte mit was Erfreulichem beginnen. Und zwar habe ich mir neue Sachen geholt und ich möchte euch nichts vorenthalten. Bis nach dem Intro. Dies wird nur ein Unboxing-Video und zwar habe ich mir 2-3 Sachen von Fotex bei Amazon bestellt. Die Garantie und die Quittung. Schnell weg damit. Nun mal schauen, was wir da alles so haben und für was ich das alles genau brauche. Ich gebe euch einen Tipp, es geht um einen Monitor, wie ihr sicher schon am Titel bemerkt habt. Ich finde es sehr schade, dass es so problematisch ist, Sachen in die Schweiz liefern zu lassen, wollte ich nur mal am Rande so loswerden. Hier hätten wir mal einen robusten Mini-Kugelkopf, der anscheinend bis zu 2 Kilo belastet werden kann. Nun, das werden wir sehen. Warum habe ich mich eigentlich für Fotex entschieden? Naja, ich ging nach Amazon-Bewertungen und nach YouTube-Reviews. So habe ich mich auch für diese Typ-2-Studio-Klemme entschieden, die man zum Beispiel an einen DJI Ronin M befestigen kann. Naja, mehr will ich dazu nicht sagen. So, kommen wir nun zu meinem neuen Atomo Shogun Flame, ein brillanter 4K-Rekorder-Monitor. Dieses Teil kostet einiges, dafür kann es einige Sachen, die andere Monitore nicht können, zum Beispiel 4K aufnehmen etc. Und wisst ihr, ich will noch aufwendigere Videos produzieren, dafür ist es sicher keine schlechte Lösung. Schauen wir mal ins Innere, was wir denn so da alles haben. 2 Akkus mit hoffentlich genug Saft und 2 freie Plätze für weitere Akkus, intelligent gelöst. 5 Stück von diesen Hüllen, wo die SSD reinkommt, leider ist keine SSD dabei. Dann noch das, womit man die SSD an den PC verbindet, mit USB 3.0. Und dann hätten wir da noch den 4K-Monitor. Den montiere ich danach gleich mal an die Kamera. Und darunter ein Anschlusskabel für Kopfhörer. Und das war's noch nicht ganz. Fahren wir nun fort mit der 2. Etappe, denn darunter gibt's noch mehr mitgeliefertes Zubehör. Mal schauen, was Atomos uns da noch so mitgibt. Ein Quick Start Guide. Ein Sonnenschutz, wenn mal draußen die Sonne richtig reinballert. Dann 2 Netzteile. Und ein XLR-Kabel für Mikrofone. Dann noch so ein komisches Kabel, mit dem man, glaube ich, spezielle Kameras verbindet. Dann noch ein Stromkabel fürs Netzteil und noch etwas, das aussieht wie ein Gürtel. Alles in allem bin ich momentan zufrieden. Kommen wir zu meinem Fazit bzw. zu meiner Erkenntnis. Alles in allem hat mich der Spaß mit der SSD und dem HDMI-Kabel ganze 1500 Euro gekostet, also 2 Minuspunkte. Bitte, konntet ihr bei so vielen Sachen kein Micro-HDMI beilegen? Naja, egal. Ich hoffe, euch hat das kurze und knackige Video gefallen. Ich packe euch alle Links zu den Produkten mal unten in die Beschreibung. Supportet mich, falls ihr wollt, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, euer Dino2S.